Marzahn, Hausbesuch bei einem, der glaubt, auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Willkommen in der Welt von Martin Rudloff. Was nach Theater aussieht, hat für Rudloff einen ernsten Hintergrund, denn der 34 Jahre alte Berliner ist Prepper. Der Begriff kommt aus dem Englischen und heißt auf Deutsch so viel wie vorbereitet sein, und zwar auf den Ernstfall. Ich glaube eher an den digitalen Blackout. Das heißt, unsere Stromversorgung bricht zusammen und dann ist die Kacke am Dampfen. Wenn man eine gewisse Menschenkenntnis hat und Erfahrung mit Menschen hat, dann weiß man, dass das größte Problem bei so einer Geschichte der Mensch ist. Weil wenn du dann losrennst und versuchst, dir Vorräte zu schaffen, Wasser, irgendwas in einer Art und Weise, dann ist Mord und Totschlag. Die Leute gehen sich an die Gurgel. Hungern muss Rudloff im Katastrophenfall nicht. Er hat vorgesorgt. Ich habe mir zum Beispiel ein, zwei Vorräte angelegt von diesen, die nennen sich Survivor-Kekse. Die sehen so aus. Das ist halt hochkalorienhaltiges Zeug. Sehen erstmal normal aus wie ein paar Kekse. Wir bei der Bundeswehr kannten die auch. Wir nannten die Panzerplatten. Das Wichtigste für jeden Prepper oder Outdoor ist halt, hey, Gulasch in Dosen. Und davon reichlich. Davon habe ich in der Küche auch noch ein bisschen Vorrat. Also ich komme hier in der Wohnung schätzungsweise 14 Tage problemlos, ohne irgendwelche Hilfe aus. Und wenn die Vorräte aufgebraucht sind, dann jagt sich Martin das Essen einfach selbst. Ich habe hier noch ein wunderbares Stück, das ist meine Armbrust. Ich gehe auf Nummer sicher, wisst ihr ja. Und stellt euch einfach vor, die Nahrungsvorräte gehen zu Ende. Und ja, dann kann dir sowas hier quasi helfen. Du kannst damit wild jagen, lautlos und effizient. Der nächste Gedanke wäre zu sagen, hey, was ist denn, wenn an deiner Tür eine Horde von Menschen klingelt, die dir ans Leder wollen oder an deine Vorräte? Dann bist du hiermit auch etwas sicher, weil, ich sag nur, Home Defense, ja. Martin meint es ernst mit dem Preppen, und zwar so richtig. Wir sind auf dem Weg zu seinem Geheimversteck ins Umland von Berlin. Die Angst vor der Katastrophe. Bei Martin ist sie so groß, dass er sich in einem Wald in Brandenburg ein Notfalllager gebaut hat. Wo genau, das ist geheim. Hier im Wald will er Schutz finden, wenn es zum Äußersten kommt. Sagen wir mal, wir gehen vom Krieg aus, dann wird als allermeist zentral die Stadt bombardiert zum Beispiel. Ne, oder die Panik bricht in der Stadt aus. Oder die kloppen sich in der Stadt oder die molteln sich da in der Stadt. Deshalb raus. Ne? Von Politik und Behörden wird die Prepper-Szene misstrauisch beäugt. Sie sehen eine Nähe zu radikalen Reichsbürgern, die den deutschen Staat bekämpfen. Im vergangenen Jahr durchsucht die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern Wohnungen mehrerer Prepper. Die Ermittler vermuten damals, dass die Männer Anschläge planen. Martin hat mit diesen Leuten nichts zu tun. Dass ihn manche trotzdem als Spinner bezeichnen, ist ihm egal. Es muss immer einen Spinner geben. Es gibt immer den einen, wo sie sagen, ja, der hat doch eine Macke. Und am Ende sind sie, die sagen, stimmt, er hatte recht. Survival of the Fittest in einem Waldstück in Brandenburg. Martin ist vorbereitet auf den Ernstfall. Und fast scheint es, als freue er sich sogar ein bisschen darauf.